Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Viele Faktoren tragen zu einem gelingenden öffentlichen Personenverkehr bei. Dafür braucht es eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Verkehrsverbünde brauchen Informationen über das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer, um attraktive Angebote anbieten zu können. Wir brauchen einen funktionierenden Wettbewerb der Verkehrsunternehmen. Derzeit reden wir im Verkehrsbereich viel über Wireless-LAN-Zusatzleistungen für die Kundinnen und Kunden. Aber es ist noch mehr. Dem BAG und GDL verdanken wir wieder die nicht neue Erkenntnis, dass das Wetter und das Personal, dass die Kolleginnen und Kollegen auf der Lok und am Lenkrad, im Stellwerk und an den Gleisen für das Gelingen des Fahrbetriebs essentiell sind. Doch es braucht vor allem eins, Geld, denn alles steht und fällt mit einer auskömmlichen Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs. Hier will ich die Aufzählung beenden, auch wenn ich weit von Vollständigkeit entfernt bin, denn so viele Faktoren braucht es für einen guten öffentlichen Personenverkehr. Nun haben die Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion einen zweifelsohne sehr wichtigen Punkt aus dieser großen Vielzahl herausgepickt und dazu einen Antrag gestellt. Als regelmäßige Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrs ist es den Damen und Herren der antragstellenden CDU-Fraktion die Sicherheit ganz besonders wichtig. Dies kann ich durchaus nachvollziehen. Aber es ist ein altes und nicht per Verordnung lösbares Problem. Ich persönlich kann mich noch gut an einer Heimfahrt von einem Fußballspiel eines rheinischen Vereins erinnern, der damals noch auf europäischer Ebene gegen einen Club aus Schottland spielte. Damals flogen nicht nur Scheiben aus der KVB-Bahn, dies ist aber 35 Jahre her. Es verwundert schon ein wenig, dass die antragstellende Fraktion gerade jetzt das Thema wieder in den Fokus stellt. Wie bereits gesagt, ist die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln ein ernstzunehmendes und wichtiges Thema, sowohl für die Fahrgäste als auch für das Personal. Schauen wir uns also die vier Forderungen konkret im Einzelnen an. Da wäre erstens ein Sofortprogramm für mehr Sicherheitspersonal. Die Ausstattung mit und der Einsatz von Sicherheitspersonal im Schienenpersonenverkehr wird seit vielen Jahren von den Zweckverbänden in den Vergabeverträgen mit den Verkehrsunternehmen vertraglich festgeschrieben. Das ist zudem laut Gesetz eine Aufgabe der kommunalen Hoheit. Sollen wir als Landesgesetzgeber die kommunale Selbstständigkeit vom Tisch fegen und etwas von oben herab flächendeckend anordnen? Zuerst Ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde würden sich das lautstark verbieten. So kenne ich Sie zumindest auf den Aufgabenträgern. Anders verhält es sich lediglich bei der Deutschen Bahn. Durch die unterlassene Unterhaltung etlicher Bahnhöfe und Bahnsteige, durch das Bundesunternehmen in NRW, an manchen Orten kann man fast von Verwahrlosung sprechen, entstanden erst die zu kritisierenden Angsträume. Gleichzeitig wurde das Bahnpersonal flächendeckend zurückgezogen. In diesem Zusammenhang könnte man auch die Rolle der Bundespolizei erwähnen, welche für die Sicherheit an den Bahnhöfen zuständig ist. Das blendet die CDU hier aus, vielleicht weil Antworten auf die Frage nach der Personalausstattung der Bundespolizei die Bevölkerung verunsichern könnte. Zweiter Vorschlag, Sicherheitskonzept für den ÖPNV in NRW. Da haben wir das Gleiche. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Verkehrsverbünde und fordert, dass das Kompetenzzentrum Sicherheit das gute Arbeit macht. Hier werden Daten von Verkehrsunternehmen über sicherheitsrelevante Vorfälle zusammengeführt. Anhand dessen können die Sicherheitspartner vor Ort auf Probleme reagieren und diese lösen. Damit ist auch die FDP-Forderung nach der Unterstützung von Ordnungspartnerschaften eigentlich landesseitig bereits erfüllt. Vielleicht wäre es hilfreich, auf diese Möglichkeiten, die Verkehrsunternehmen und kommunalen Aufgabenträger noch mal gesondert hinzuweisen. Beim dritten Thema Testprogramm Fahrerschutzkabinen fühlt man sich gedrängt zu fragen, ob der CDU das Wohl der Fahrgäste weniger schützenswert erscheint als das der Fahrerinnen und Fahrer. Aber bei der Sache bleibend, Fahrerschutzkabinen sind ein Thema, das wir schon verschiedenes diskutiert haben. Das ist auch eine Aufgabe, die die Arbeitgeber, nämlich die Verkehrsunternehmen, nach § 618 Absatz 1 BGB selber lösen müssen. Sie haben dieses dann in Gespräch mit den Betriebsräten und auch den anderen Playern vor Ort dann jeweils im Einzelfall zu entscheiden. Und das wollen und werden wir auch nicht hier zentral landesweit andienen. Wiederum möchte ich feststellen, es gibt keine Lösung von oben herab, die für alle passt und die man per Verordnung machen kann. Kommen wir zum nächsten Thema. Herr Kollege Boy, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Rehbaum würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Ja, wenn die Zeit angehalten ist, gerne. Ja, die wird immer angehalten. Ja, keine es geht Frage. Weiter. Ja, ja, okay. Ja, danke. Sie kriegen das drauf. Ja, wenn wir das geklärt haben. Vielen Dank, dass ich diese Frage stellen darf. Die Aussage, die Sie jetzt mehrfach getroffen haben, wir können von oben nichts anordnen, Das passt natürlich nicht zu dem, was Sie ansonsten alles gerne mal von oben anordnen, von Landesseite. Es geht an dieser Stelle ja auch nicht um Anordnung, sondern zum Beispiel um die Möglichkeit, diese
Ja. Die Möglichkeit, zum Beispiel ein Testprogramm für Fahrerschutzkabinen oder zusätzliches Zugbegleitpersonal zu finanzieren. Sind Sie sicher, jetzt kommt die Frage, sind Sie sicher, dass die Verkehrsunternehmen ausreichend vom Land finanziert sind, um zusätzliche Sicherheit zu schaffen? Sie wissen doch selber, Herr Rehbaum, dass praktisch die entsprechenden kommunal verfassten Aufgabenträger mit den durchgereisten Regionalisierungsmitteln ja selber bestimmen können, was sie damit anfangen. Sie hätten ja letztendlich auch die Möglichkeit, dann durchaus in den Ausschreibungen entsprechendes Sicherheitspersonal nicht nur in den Abendstunden, was ja zumindest in den meisten Verkehrsverbünden auch bereits heute erfolgt, sondern auch in anderen Zeiten festzuschreiben. Dass Sie dann unter Umständen nur Angebote bekommen, die ungünstiger in der Höhe sind als heute, ist dann eine Sache, die dort in den zuständigen Gremien selber diskutiert werden muss. Das heißt, Gelder stehen im Prinzip zur Verfügung. Wie die Gelder eingesetzt werden, Herr Rehbaum, das ist Sache dann der Aufgabenträger. Und das ist gesetzlich auch genauso geregelt. Die vierte Forderung erledigt sich von selbst, denn sie ist bereits heute erfüllt. Wir haben schon heute eine Förderung der Videoüberwachung im ÖPNV durch das Land NRW. Auch die Verkehrsunternehmen sind großflächig aktiv geworden. Sie haben Kameras und Videoanlagen investiert in den Bahnen und Bussen, auf den Bahnsteigen und Aufzügen. Wir konnten vor Ort selbst im Prinzip auch feststellen, dass trotzdem die Privatsphäre und der Schutz des Datenschutzes gewährleistet ist. Dieses funktioniert. Nur zur Erinnerung, Maßnahmen der Sicherheit sind nach dem ÖPNV-Gesetz NRW explizit förderungsfähig. Die Erhöhung der Sicherheit im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel, auch der subjektiven, ist und bleibt eine permanente Aufgabe. Der beantragte Förderungskatalog ist dabei aber genauso wenig hilfreich wie der Entschließungsantrag der FDP-Fraktion. Wir fordern, dass wir tatsächlich dieses Ganze im Konsens nur handeln müssen, alle gemeinsam mit gegenseitigem Respekt im Verkehrsverbereich und überall in diesem Lande. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Beuth.